Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich glaube, wie man hören kann, ich habe richtig gute Laune. Das Wetter ist auch heute bombastisch gut. Strahlend blauer Himmel, Sonne scheint, die Vöglein zwitschern. Also besser geht's ja gar nicht nach dem ganzen Sturm und Regen und Hagel, was nicht alles dabei war. Ja, ich habe mich von dem guten Wetter auch nicht abbringen lassen. An meiner guten Laune. Eigentlich hätte ich heute Haare waschen müssen, aber ich dachte, komm, Trockenshampoo regelt's auch. Denn, ja, eigentlich müsste ich jetzt ganz dringend Haushalt machen und Wäsche machen. Ich habe so viel Wäsche. Wow, der Wahnsinn. Es hat sich irgendwie noch nichts getan in den letzten Tagen, obwohl ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber ich dachte mir, nee, du nutzt das gute Wetter heute aus und gehst mit einer Kleinen nach draußen. Erst dachte ich, komm, machen wir einen schönen großen Spaziergang. Und dann habe ich gedacht, weil ich eben ein paar Sachen erledigen muss oder besorgen muss, gehen wir einfach ein bisschen in der Stadt bummeln. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich letzten Sommer oder so gefühlt, das letzte Mal. Ja, deswegen freue ich mich drauf. Die Kleine schläft gerade und ich hoffe, wenn sie dann gleich aufwacht, dass ich die dann fertig machen kann, nochmal füttern kann und dass wir dann direkt los können. Denn ich habe mich soweit fertig gemacht, habe ihre Tasche schon gepackt, was wir alles so brauchen und bin so gesehen startklar. Ja, wie eben gesagt, ich habe mich jetzt schon eine längere Zeit nicht gemeldet. Ich habe auch eine Woche lang schon kein Video hochgeladen, aber ja, ich schenke meine ganze Aufmerksamkeit momentan meiner Tochter. Sie braucht es und ich möchte es auch so, deswegen hat mich am Anfang so ein bisschen geärgert, als ein, zwei Videos nicht online kamen. Mittlerweile denke ich aber, nee, es ist halt einfach so jetzt so, das ist eine neue Situation, ein komplett neues Leben mit der Kleinen und da, ja, muss man sich halt erstmal so ein bisschen reinfinden und das ist halt meine, ja, mein aktuelles Leben so. Deswegen haben wir auch immer noch weihnachtliche Kissenbezüge auf unserem Sofa, aber wen stört's? Niemanden. Ist doch schnurzegal. Genauso wie Haushalt, also man kann sich da so verrückt machen und denken, boah, nee, ich muss erst Haushalt machen, dies, das, jenes. Und wenn man dann fertig ist, ist es draußen schon dunkel und dann braucht man mit der Kleinen auch nicht mal rausgehen. Deswegen habe ich Priorität gesetzt, erst die Dinge tun, die einen glücklich machen und dann, wenn noch Zeit ist, kann man sich an den Rest begeben. Mal schauen, wie lange die Theorie hält, denn ich bin eigentlich ja sehr ordentlich und ich liebe die Ordnung und mich stört auch das Chaos. Und wir haben momentan richtiges Chaos hier zu Hause. Man sieht, hier hängt auch ein Pullover von mir, weil mir wieder so warm war und ich mich wieder daheim ausziehen musste. Ja, aber so ist es im Moment und die Zeiten werden sich auch wieder ändern, das weiß ich. Mir geht es ja schon ja, körperlich und soweit alles wieder richtig, richtig gut. Ich hatte hier auch meine Nachsorge bei der Frauenärztin gehabt und da sieht alles tipptopp aus. Ich darf mit der Rückbildung starten und ich darf endlich wieder baden gehen. Ich freue mich so sehr. Ich werde das diese Woche auf jeden Fall durchziehen. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich schon in die Versuchung ja, fast verfallen wäre, baden zu gehen. Aber ich habe mich echt zurückhalten können. Ich glaube, ich war jetzt 2 Monate nicht baden. Sowas gab es bei mir noch nie, seit ich mich erinnern kann. Deswegen als Belohnung werde ich diese Woche auf jeden Fall baden gehen. Wahrscheinlich am Wochenende. Das war ja immer so mein Badetag, meistens sonntags. Und ja, mal schauen, wie das dann diese Woche klappt, wenn ich Zeit dafür finde. Da muss ja mein Mann auch ein bisschen mitspielen, dass er dann auf die Kleine aufpasst in der Zwischenzeit. Denn ich gehe ja gern so eine Stunde, vielleicht auch mal 2 baden. Und ja, so lange kann ich die Kleine nicht alleine lassen. Ja. Und genau, wir hatten auch die U3. Mit der kleinen Maus, das ist auch alles super und ja, das ist so ein kleines Update dazu, ich muss ja gerade überlegen, was noch ansteht, aber genau, wir hatten ja die U3, da war alles super, da wurde ja auch die Hüftultraschall gemacht und so generell untersucht und Impfen stand an, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen. Die Kinderärztin hat mir auch so Infomaterial mitgegeben, da soll ich mich erstmal ein bisschen durchlesen. Und jetzt diese Woche, ich glaube Freitag, ja, steht nochmal ein Arzttermin mit der Kleinen an und da wird dann halt geimpft. Genau. Wie habt ihr das gemacht, würde mich mal interessieren. Ist ja immer so ein spannendes Thema aktuell. Und ja, das ist so ein kleines Update von uns. Ich hoffe, ihr habt auch so wunderbares Wetter und wunderbar gute Laune. Ja, ich würde sagen,
Ich hoffe, die Kleine wacht gleich auf, damit wir los können. Ich muss auch noch zur Post eine Retoure wegbringen. Und dann kann es losgehen. Kochen muss ich heute zum Glück nicht, denn ich habe gestern gekocht, sodass es für heute auch noch reicht. Einen großen Nudelauflauf mit Gemüse. Hatte ich richtig Lust drauf. Und ja, dann mal schauen, was wir heute noch so machen werden. Aber ich denke, nach der Stadt werden wir auch wieder heimkommen und den Tag dann zu Hause noch schön verbringen. Wieder zu Hause. Es war richtig, richtig schön in der Stadt. Das Wetter ist bombastisch. Also wirklich mittlerweile keine einzige Wolke am Himmel. Und ja, wir waren jetzt knapp so um 3 Stunden. Das war echt länger, als ich eigentlich vorhatte. Ich dachte, so fürs erste Mal würden 2 vollkommen ausreichen. Aber die Kleine hat so gut mitgemacht. Im letzten Laden, da war ich gerade bei Rossmann drin. Da wurde sie halt quengelig und hat ein bisschen genörgelt, weil sie auch Hunger hatte. Es war allerhöchste Zeit, deswegen sind wir schnell nach Hause gedüst. Ich wollte sie eigentlich im Auto stillen, aber dann ist sie wieder eingeschlafen. Und so haben wir brauchen ja nicht lange von der Stadt bis nach Hause. Und dann habe ich sie erstmal gestillt und jetzt ist sie vollkommen zufrieden und chillt. War wieder so im leichten Milchkoma-Dämmerschlaf, wollte ich eigentlich sagen. Ja, und jetzt habe ich auch riesen Kohldampf. Hier ist übrigens der Nudelauflauf von gestern. Den werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und ja, dann mal schauen, was wir heute noch so machen. Aber es war richtig schön. Ich kann euch mal vielleicht ein paar Teile zeigen, die ich eben geshoppt habe. Sind wir jetzt am Chillen und am Strampeln? Ja, kleines OOTD. Eine schöne warme Strumpfhose, weißes Langarmshirt und diese süßen Schüchen vom DM. Perfekt zum Chillen, ne? Als wie vorhin draußen. Man hat so natürlich noch mehr an. Noch eine Hose und einen warmen Overall und ein Mützchen. Ja. Die Kleine schläft jetzt. Mein Mann ist beim Fußball und ich dachte, ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich heute geshoppt habe. Es ist gar nicht viel. Wir waren zwar in mehreren Läden, aber sowohl bei H&M als bei Erstlings Family habe ich nichts gefunden, was mich angesprochen hat. Und dann war ich noch bei Müller, weil ich suche für die Kleine so einen Spielebogen. Aber die hatten da original nur einen und der hat mir nicht zugesagt. Deswegen werde ich vielleicht mal, wenn ich Zeit finde, zu einem anderen Laden fahren und mal gucken, ob ich da was finde. Ich habe einen online bestellt, der war aber auch von der Qualität super mies. Deswegen, ja, wollte ich mir gerne vor Ort einen anschauen, aber ja, habe ich nichts gefunden. Genau, beim C&A war ich. Da habe ich einmal nicht mir, sondern der Kleinen so einen Schlafsack mitgenommen. Das ist jetzt 60 cm. Das müsste also jetzt für aktuell passend sein, denn wir haben nur einen. Und wenn der mal dreckig ist, dann ist es mit dem Waschen immer blöd, weil der meistens dann nicht richtig trocknet bis dann zum Abend hin. Und den fand ich natürlich auch wieder mit dem Muster super, super schön. Und hat halt komplett hier einen Reißverschluss, was ich gut finde. Und der hat auch Ärmel, die man abnehmen kann. Unser jetziger ist ja von Alvi, der hat keine Ärmel. Und der hat oben nochmal so 2 Knöpfe. Ja, ich dachte, ich probiere den mal aus. Der hat 20 € gekostet und ich fand den sehr schön erstens. Und ja, wir haben halt noch einen zweiten gebraucht zum Wechseln. Wir haben zwar noch einen anderen, aber der ist eine Nummer größer. Deswegen ja, ist es der geworden. Dann habe ich diesen super süßen Schlafanzug dort entdeckt. Ich mag dieses Design sehr, sehr gerne. Ist schon ordentlich größer von der Größe. Hat auch 10 € gekostet. Und ja, ich dachte, so für den Sommer ist er vielleicht auch ganz, ganz nett. Weil für jetzt im Moment haben wir genug Schlafanzüge, aber ich wollte den unbedingt mitnehmen. Genau, wenn ich was Schönes sehe, dann kann ich da nicht Nein sagen. Wie auch bei diesen beiden Bodies. Es gibt ja immer so eine Box, wo diese Bodies im Angebot, man kann da so rumwühlen. Sieht immer unordentlich aus, aber da habe ich diesen Body entdeckt. Das ist auch schon kurz am Body. Entschuldigung.
ein kurzer Body, deswegen habe ich den auch schon in der Größe für den Sommer mitgenommen. Ich fand das Design super, super süß. Und genauso auch diesen hier, den fand ich auch sehr, sehr schön. Die habe ich dann beide für den Sommer mitgenommen, weil im Moment ziehe ich der Kleinen nur Langarm-Bodies an. Dann konnte ich bei diesen Tüchchen auch nicht vorbeigehen. Das ist auch wieder dieses Blütenmuster. Ich habe festgestellt, dass ich die doch ganz, ganz gerne der Kleine mal so Schüchen oder wie man die auch immer nennen mag, anziehe. Und eben, ich habe im Moment nur die beigefarbenen vom DM. Und da habe ich zufällig die heute entdeckt, deswegen dachte ich, ich nehme die auch mit. Für 4 Euro kann man da nichts sagen. Und sind halt super schick und ziehe ich halt sehr gerne an. Deswegen mussten die mit. Und für mich gab es einfach noch ein schlicht weißes Longsleeve, das war reduziert auf 4,99 Euro und das war alles, was wir beim C&A mitgenommen haben. Dann waren wir noch beim Rossmann, genau, der Rossmann ist bei uns nämlich nur in der Innenstadt. Da bin ich hauptsächlich hin wegen dieser Box, die gibt es ja zur Geburt, die haben wir jetzt endlich abholen können. Ich denke, ich werde euch aber auch dazu wieder ein Video machen, deswegen zeige ich euch jetzt nicht den Inhalt. Das kommt dann alles separat mit den anderen Boxen. Die vom DM muss ich nämlich auch noch abholen, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber natürlich habe ich da so ein bisschen rumgestöbert und andere Sachen entdeckt. Ich habe für mich wieder einiges an Augenpads mitgenommen. Und ich dachte, ich zeige es euch mal. Also einmal hier wieder von Yuti, diese lilanen. Dann gab es hier so eine LE. Das sind 2 Tuchmasken mit Wassermelone und Ananas. Und dazu gab es auch so Wassermelonen-Augenpatches. Ich benutze ja super gerne. Dann gab es noch hier so welche mit Hyaluron und Orangenöl. Keine Ahnung, was da so das Besondere ist, aber die sind so zweifarbig. Dann gab es noch diese Tuchmaske mit der süßen Eule. Und dann hatten die noch so eine LE mit so Schmetterlingen. Da habe ich mir ein paar Teile mitgenommen. Das sind einmal die Butterfly-Badeperlen. Das Design ist wunderschön. Dann gab es hier auch eine Tuchmaske. Ist das nicht genial? Und dann gab es noch die Hydrogel-Augenpads. Die habe ich mir direkt 2-mal mitgenommen. Und auch hier ist das Besondere, dass die Form wie so ein Schmetterlingsflügel aussieht. Ja, das habe ich für mich quasi mitgenommen. Und auch aus einer LE vermute ich mal. War zumindest in einem extra Aufsteller. Soft Skin Cremeöl Peeling mit Avocadoöl. Ich habe schon lange kein so ein Peeling verwendet, deswegen dachte ich, ich kann das auf jeden Fall mit. War relativ teuer, ich glaube 3 Euro hat das gekostet, aber habe ich schon ewig nicht mehr benutzt, deswegen habe ich das mal mitgenommen. Dann ganz unspektakulär Mülleimerbeutel. Wattepads für die Kleine. Habe ich am Anfang gar nicht so häufig benutzt, aber mittlerweile doch sehr, sehr gerne, denn ich finde, damit ist das Popo-Reinigen, sage ich mal, viel, viel angenehmer für die Kleine als ständig diese Feuchttücher. Benutze ich wirklich mittlerweile regelmäßig. Dann habe ich von Veleda Baby Bäuchlein-Massageöl mal mitgenommen. Einfach mal so auch zur Vorbeugung oder halt, wenn sie wirklich Bauchschmerzen hat, das damit mal einzucremen, weil sowas hatte ich auch zu Hause noch gar nicht und ich dachte, ist vielleicht nicht verkehrt, das mal da zu haben. Und was ich beim Vorbeigehen noch entdeckt habe, war dieses wunderschöne Teelichthalter. Das ist einfach Glas und da drin sind Trockenblumen. Kann man das irgendwie erkennen? Ich finde das mega, mega schön. Das hat auch, glaube ich, 3 Euro gekostet und hier oben kann man dann so ein Teelicht reinsetzen. Fand ich so dekomäßig sehr, sehr schön. Genau, und das war es auch schon. Mehr habe ich gar nicht gekauft. Und jetzt werde ich mich mal ein bisschen auf die Couch legen, war ja heute doch den ganzen Tag aktiv und unterwegs und immer mit der Kleinen beschäftigt und das ist ja schön, aber eigentlich hatte ich noch vorgenommen, die Wäsche zu machen, aber nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, mein Rücken sagt auch schon wieder, es wird Zeit für die Couch, deswegen war es das auch für heute. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Aus.